probieren jetzt mal eine neue Reihe, bei der ich aus meinem Buch vorlese. Darauf hätte ich ja schon früher mal kommen können. Ne? Und zwar suche ich mir dazu Orte aus, die entweder attraktiv sind oder einen buddhistischen Touch haben. Heute gehe ich hier mal in den Tempel rum. Der Nachteil ist, der Tempel ist ein riesiger Parkplatz. Also jederzeit können die Autos stören. Und außerdem gehen die Leute hier natürlich zum Beten hin. Ich versuche da nicht im Weg zu sein. Aber ansonsten ist es hier relativ ruhig. Hier hinten seht ihr ein Teil, das ich mal beschrieben habe in der Anekdote, um zu zeigen, wie hier der Volksbuddhismus abläuft. Ich bin hier reingelaufen und da waren zwei Frauen, die warfen mit Münzen nach dieser Nische, in der eine kleine Buddha-Statue steht. Und also mit thailändischem Geld. Nicht nur, dass es sogar verboten ist, ne, mit Abbildung des Königs, der ja auf den Münzen drauf ist, auf den Scheinen so umzugehen, also zum Beispiel den Fuß drauf zu stellen. Also es ist relativ absurd zu sehen, dass ein Thailänder mit Geld schmeißt, aber dann auch noch nach der Buddha-Statue. Und als ich sie daraufhin ansprach, ob das nicht ein Widerspruch sei, da lachten die. Und das soll offenbar Glück bringen. Schade, dass ich das nicht auf dem Bild habe, aber das ist diese Stelle, wo sie mit Geld warfen. Und jetzt werde ich also entweder mein Bild sein oder auch nicht, wenn ich meine sogenannte Action-Kamera mal benutzen will. Die hat nämlich kein Außenmikro, ne, wie das, das ich hier angesteckt habe, beim Handy. Da muss ich mich ganz nah ransetzen und das wird vielleicht dann nur funktionieren, wenn ich hinter der Kamera sitze und ihr mich nicht seht. Aber ihr werdet also jetzt in den kommenden Monaten Ausschnitte aus meinem Buch hören. Das wird mir ziemlich seltsam vorkommen, das zu lesen, obwohl jedem Autor geraten wird, sich sein Geschreibsel vorzulesen, damit er weiß, ob es nach was klingt. Ich habe das bei dem Buch nicht gemacht. Es könnte also selbst bei mir zu einigen Lachern führen. Aber ich gehe es mal an. Ne? Nicht unbedingt in der Reihenfolge des Buches. Aber die ersten Kapitel, die könnt ihr sogar wahrscheinlich in der Leseprobe umsonst sehen im Netz. Die Struktur, die erkläre ich jetzt einmal. Am Anfang ist ein Satz aus der Koan-Schulung. Ein Satz, den man zum Beispiel... Ne, also die Leute fahren hier vor, um mal kurz innezuhalten vor der Statue, aber mit dem Motorrad muss es direkt vor das Ding sein. Ich habe gestern noch eine andere Anekdote jemandem geschrieben. Kann ich gerade auch noch erzählen. Ich war im Krankenhaus. Ne, die ganzen Angestellten haben nicht nur Gesichtsmasken, sondern noch diesen Plastikschutz vorm Gesicht. Und als es darum ging, dann meine Rechnung zu bezahlen, damit man gern von so einer Krankenschwester noch zur Rechnungsabteilung begleitet, ne, damit man nicht ausbüxt oder so. Und da ging es nur ein Stockwerk runter, vom vierten in den dritten, wo ich gerade meine neue Migräneprophylaxe abgeklärt habe und mir ein Schreiben geholt habe, das mich berechtigt, ne, wegen Vorerkrankungen zur bevorzugten Impfung, falls mal wieder Impfstoff angeboten wird. Aber wie gesagt, ich warte hier auf Novavax. Das ist nur für den absoluten Notfall. Also der Notfall, das wäre, wenn sich da jetzt noch katastrophale Entwicklungen entgegen allen Erwartungen zeigen würden. Ihr könnt ja nochmal bei Worldometer schauen. Ne? Also die Kurve ist immer noch flach. Es gibt seit anderthalb Jahren keinen Ausschlag mehr bei der Todesrate. Ne? Sie flacht unmerklich ab. Und die Tödlichkeit des Virus nimmt ab. Aber die Anekdote ist die, also sie schützen sich so und dann geht es ein Stockwerk tiefer. Und ich sage, da können wir doch laufen. In den Aufzügen sammeln sich die Aerosole. Die Aufzüge sind die gefährlichsten Orte, ne, für eine Infektion. Aber nein, das sind zwar relativ große Aufzüge, aber da stehen dann auch ziemlich viele Leute drin. Unten auf dem Boden sind noch so die Fußpositionen markiert, damit man sich nicht ungünstig hinstellt und den anderen so anhusten kann. Ne? Aber
Das ist ja alles wurscht, man hätte das eine Stockwerk laufen können. Ja, also sehr viele Leute reiten sich, glaube ich, auch selbst da in die Scheiße rein, indem sie nicht. Und das sind die Leute, die sich impfen lassen, ja. Die vielleicht noch anderen sagen, was ist denn mit dir, leugnest du etwa das Virus oder glaubst du nicht, wie gefährlich das ist, aber die verhalten sich so und das ist auch nicht richtig, dass man die Angestellten im Krankenhaus nicht entsprechend unterrichtet. Ne? Also Aufzüge sollte man meiden. Ich laufe auch immer in den sechsten, der eigentlich aber nur ein vierter Stock ist, ne? Hoch, weil es dazwischen ein Geschoss nicht gibt bei uns, wo ich meine Bude habe und weil das Erdgeschoss dann schon als erster Stock zählt. Also es ist nicht so weit, aber nur wenn ich mehrere Packen Sixpacks Wasser habe, also mit, sind dann immer so 9 Kilo, ne? So 18 Kilo, die schleppe ich nicht die Treppen hoch. Also nun zu diesen Kapiteln, die ich so aufgezogen habe, es kommt erst ein Spruch aus der Kornschulung, der so traditionell als Antwort auf Korn gelten kann. Und dann kommt ein Text, der ein bisschen so den zum Anlass nimmt und umschreibt. Und am Ende nochmal kursiv gedruckt ein Gedanke, der so anregen kann, dass was der Spruch sagt oder die Geschichte erzählt oder beides umzusetzen in den Alltag oder zu bedenken und so vielleicht seinen Alltag zu bereichern. Also insofern ist es schon fast ein Ratgeber. Ne? Ich habe da was gemacht, was ich an sich selbst nicht immer sinnvoll finde, aber meine Methode ist relativ indirekt, wie ihr gleich merken werdet, denn ich hoffe, dass es dann dadurch weniger aufdringlich wird als die Ratgeber normalerweise. So, jetzt lese ich also mal. Einer fragt mich nach dem tiefsten Sinn. Lächelnd deute ich auf den Herbstmond. Diese Antworten sind oft auch Gedichten entnommen. Sinnfragen muten oft schwermütig an. Auf den Mond zu deuten heißt vielerlei im Zen. Der runde Mond kann für die Erleuchtung stehen, der Mond spiegelt sich in allen Gewässern und doch können wir ihn nicht festhalten. Er versinnbildlicht die Buddha-Natur, das heißt unsere gemeinsame Natur, die in uns allen aufscheint, ohne dass wir sie tatsächlich als etwas uns Eigenes fassen könnten. Was auch immer wir über den Sinn des Lebens sagen könnten, wir haben es uns doch nur ausgedacht, vielleicht um uns zu beruhigen oder um einfacher auf bestimmte Ziele hinarbeiten zu können. Letztlich ist da der Mond, der keinen Unterschied macht, auf den brutalen Schläger wie den Pazifisten scheint, sich im klaren See und gar in einer schmutzigen Pfütze findet. Der Zen-Meister Renseki sah ihn erst in seinem reinen Herzen gespiegelt. Doch bei all den Spiegelbildern ist da, wie der Dichter Basho anmerkte, nur ein Mond. Wenn wir aufhören, uns einen falschen Sinn vorzugaukeln und die Dinge so sehen, wie sie sind, dann erkennen wir diesen Mond. Einmal wurde der chinesische Meister, ich spreche ihn mal japanisch aus, Omon gefragt, welche Worte die Aussagen von Buddha überträfen. Er antwortete, Reiskuchen. Reiskuchen. Später kommentierte jemand in der Sprüchesammlung, die ich Ihnen hier vorstelle, auf dem Berg hängt der Mond in Reiskuchen von Omon auf. Ist der Mond vielleicht der größte Zen-Meister von allen? Und nun, also abgesetzt, ein Schlusssatz, der so ein bisschen noch das zusammenfasst oder anregen will, zu weiterem Nachsinnen, betrachten Sie diesen einen Mond, wenn die Wolken vorübergezogen sind. Entgegen Karlmann-Wetterwurst heute,
eigentlich schön sein sollte, ist es auch bewölkt. Ne? Ich hoffe, es regnet nicht noch. Nächste Woche, ich will das so einmal wöchentlich machen, vielleicht sonntags, wenn nichts anderes ansteht, dann das nächste Kapitel. Und ich werde wahrscheinlich mir angewöhnen, es etwas langsamer vorzulesen. Ne? Ich bin darin nicht so geübt. Bis dann. Ich bleibe im Wat Chai übrigens, ne? Für die ersten Kapitel. Der große Tempel in Südpattaya.